So, da sind wir wieder. Immer noch in Fort Hagen. Haben gerade einen legendären Sumpfläufer erledigt. Und gucken uns jetzt nochmal hier in den Räumen weiter um. Was wir denn da so finden. Da haben wir wieder eine Sprengstoffkiste. Die machen wir gleich auf. So. Sind inzwischen bei 90 Haarklammern, weil wir auch ein paar Haarklammerboxen gefunden haben. Die halt dafür sorgen, dass unser Vorrat halt nicht mal bloß Lass um mir es. eine, sondern gleich mal um ein bisschen mehr ansteigt. Okay, ich glaube, ich gebe Valentine, weil die halt die Granaten auch öfter mal benutzen, den Bef Junge. Junge, ich werde hier pissig, wenn du nicht auf mich reagierst. Aufgepasst. Ja, Fräulein. Sonst ist hier gleich mal Achterbahn. So, und du kriegst von mir jetzt die ganzen Granatenscheiße, den Molotow-Cocktail, die Splittergranaten, alle, die Splitterminen kriegst du alle, die automatische Institutspistole, wenn du das möchtest. Ach, die kannst du wieder nicht nehmen, weil sie zu schwer ist. Ja, ist Ich okay. höre dir aufmerksam zu. Also wir sind auch kurz vorm Überladen sein. Aber noch funktioniert es. So. Zurück zur Pistole. Ich mag sie einfach. Und, ach ja. Ein Wässerchen kann uns jetzt nicht trügen. Rein damit. So, dann gehen wir mal hier weiter. Quasi der rechte Weg. Man soll sich ja nicht vom rechten Weg abbringen lassen. Okay, den Coca-Cola Quantum. Das ist schon mal gut. Passwort zur Waffenkammer von Fort Hagen. Das ist sehr schön. Jetzt brauchen wir dann bloß noch die Waffenkammer von Fort Hagen. Aber die werden wir schon finden, bestimmt, wenn das Ein Passwort hier altes schon noch rumliegt. Militärfort. Kein schlechtes Hauptquartier. Gut bewacht. So, ich save mal wieder zwischen, nicht damit das Du hast untergeht. Mumm und bist entschlossen. Das bewundere ich. Aber du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr du dich hier übernimmst. Ist da jemand anwesend? Okay, ein Sumpfsucher. Der wird sogar mit Totenkopfsymbol angezeigt. Das ist nicht so schön. Stelle getarnte Aktivitäten fest. Ja, das ist schön. Auch solange du nicht drauf reagierst. Seltsam, offenbar eine Ist Fehlfunktion alles meiner okay. Sensoren. So, wo ist er jetzt hin? Bewegung. Okay, da ist er. Dem geben wir mal die volle Packung. Okay, der steckt ordentlich ein, wie ihr sehen könnt. Den gebe ich dann halt auf. Oh. Uiuiui. Nein, war es nicht. Verdammt. Okay. Sehr schön, auch wie die Rüstungsteile bei ihm abplatzen. Okay, also merke, Sumpfsucher gleich gefährlich. Ja, der hat wieder die gleichen Rüstungsteile. Der hat wieder das Institutsgewehr. Nein, nehmen wir nicht mit, aber es war gut zu speichern. Werde ich auch gleich noch einmal tun. Noch ist es nicht zu spät. Hör auf. Und geh. Du hast diese Option. Das können nicht viele von sich behaupten. Okay. So. Okay, hier haben wir die Waffenkammer, wo wir das Passwort gefunden haben. Haben wir schon eingegeben. Sicherheitstürsteuerung machen wir an. Tür machen wir auf. So. Und auf ist sie. Das ist schon mal sehr, sehr schön. So. Haarklammerboxenhammer, Red X. Den Hammer werde ich nicht mitnehmen, weil wir eh gleich überladen sind. Ich konzentriere mich jetzt mehr auf unsere öligen Sachen, weil wir da ja einen gewissen Geschafft. Engpass beim letzten Mal hatten. Und Kleber, weil Kleber brauchen wir halt gefühlt für alles. Von daher wird er auch immer mitgenommen. Und ich weiß, den gibt es in allen möglichen Arten von Klebeband ist er dabei. Und Superkleber hat er sogar zwei Einheiten drin. Deswegen. Holy moly. Moment, ich zeige es euch gleich nochmal aus der Nähe.
Das ist eine, wie sage ich das, Fallout-eigene Waffe. Erstmal mit die automatische Laserpistole, na ja gut. Und das ist er. Das ist der Fatman. Der Fatman verschießt Mini-Atombomben. Heißt so nach einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich weiß nicht, ob es die von Hiroshima oder Nagasaki war. Ich glaube, es war Fatman, der zuerst abgeworfen wurde. Also Hiroshima. Wenn ich mich nicht irre. Okay. So. Aber ihr seht, wir sind überladen. Das heißt, jetzt geht das große Ausmisten erstmal wieder los. Das heißt, wir müssen ein paar Sachen fallen lassen. So, Zahnräder behalten wir. Stoff. Es ist halt, naja, es wiegt nichts. Nein, das nehmen wir gleich wieder auf. Verstellbare Schraubenschlüssel hat Zahnrad dran, hat Kupfer dran, Strahlenantiseptikum, Plastik, Silber, Schaltkreise, Superkleber, Ölfeder, Plastikstoff, Asbest. Ja, komm, der Stahl muss gehen. Dann der Schraubenzieher muss gehen. Die Schreibmaschine hat halt Schrauben dran, das ist auch gut. Schrauben an sich, Schaltkreise, die Schachteln, Zigaretten, Plastikstoff, Asbest. Okay. Provisorische Batterie. Plastik als solches. Es ist echt nicht so leicht, das irgendwie zu entscheiden, was man da ablässt. Das, ja, ich glaube, die Kamera, weil sie halt alleine 3 wiegt. Ihr seht, wir müssen so viel loswerden. Ich könnte mir halt jetzt auch Drogen reinhauen, aber das. Okay, wir hauen erstmal die Pistolen weg. Müssen wir halt damit leben, dass wir sie nicht haben. Die Institutspistole geht weg. Das Institutsgewehr geht weg. Okay, wir nähern uns langsam schon unserem Ziel. Und der Fatman wiegt halt auch einfach mal 30. Das ist halt schon eine Ansage. Okay, die. Ach komm, die Synth-Rüstung hau ich auch weg. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Okay. Ich weiß es nicht. Ja. Genau. Ihr seht, da gehen wieder einige teure Sachen mit. Aber wir können uns erstmal wieder bewegen. So, da ist wieder ein Buch. Sehr schön. Wo ist ein Buch für verdeckte Einsätze? FH506. Perfekt. So, genau, du hast deine Ausgabe gefunden. Du bist dauerhaft beim Schleichen schwieriger zu entdecken. Wuhu, das ist doch noch besser. Das ist gut. Das ist sehr gut. So, ab jetzt wird wieder kein Schrott gelootet, außer es ist wirklich einzigartiges Zeug dabei. Dann lasse ich mich davon natürlich sehr gern überzeugen. Okay, hier ist noch ein Terminal. Ist das versiegelt oder so? Naja, ja. Ist es. Ich lasse das jetzt. Oder? Nee. Nee, ich lasse es nicht. Rede weiter. Ich sag Nick, er soll das mal entschlüsseln. Boah, Alter. Ja, komm. Junge. Braucht deine Hilfe. Gern doch. Mach mal. Ich mach dir auch Platz. Hallo? Vogel? Ja, es ist schon kompliziert, durch eine Wand zu gehen. Boah. Bingo. Das ging fix. Das war schneller als bei mir auf jeden Fall, selbst mit dem Wegfindungsproblem wahrscheinlich. Okay, was machen wir jetzt? Stellen jetzt auch an wieder. Okay, Turmsteuerung. Zugriff auf Turmfunktionen. Aktivieren könnten wir. Nein, das möchten wir nicht. Also alles gut. Wir gehen weiter. So, was haben wir hier noch? Wir haben schon den Pip-Boy an. Das ist irgendwann, wenn das so schummrig wird. Das Licht bin ich immer dran. Es ist aber dunkel, mach doch mal den Pip-Boy an. Und dann ist der Pip-Boy schon an. Gefängnislumpen. Terminal-Grafikkarte klingt toll und selten. Und es geht noch weiter hier hinter. Waschraum. Genau,
Irgendwas silberner Tafellöffel. Ach verdammt, jetzt kann ich mein Tafelbesteck nicht weiter ausbauen. Dabei hatte ich mich doch so drauf gefreut. Damit ich endlich mein 12-teiliges Set an erlesenen Tafelbesteckteilen anwenden kann. Okay, hier ist eine Kamera. Die sieht so ein bisschen... Ja, was ist denn das für ein Raum? Also der Raum passt vom Design her. War der auch so? Ja. Okay. Das ist wie ein Untergrundbunker hier, würde ich jetzt behaupten, einfach mal. Gut, also, du hast es geschafft. Du findest mich gerade aus. Meine Sins tun dir nichts. Reden wir. Okay, ich glaube, ich bin gleich mal dreist und penne einfach eine Runde. Es passt zwar nicht zur Dramatik, aber es ist einfach möglich. Und es bringt mir Bonus-XP, sollte ich gleich kämpfen, was ich halt, wie ich weiß, tun werde. In welchem Zusammenhang? Keine Spoiler natürlich. Ja. Zwei Fusionszellen. Das ist aber nicht viel. Du kannst das ein bisschen zu gut. Ja, jetzt werde ich hier schon angemotzt, weil ich gut... Naja, egal. Okay, wir schlafen einfach mal 6 Stunden. Genau. Dann würde ich sagen, ja, das passt. Speichern wir mal die ganze Nummer und arbeiten uns jetzt mal vor. Denk dran, Kellogg ist ein Profi. Das wird kein Kinderspiel. Okay, so. Da ist er also. Der unverwüstlichste Mann des Commonwealth. Lust, ich dachte mal, das wäre ich. Okay, ihr seht, der hat eine ganze Menge an Synths dabei. Wir gucken uns das dann alles dann an. Und das ist Kellogg. Ja. Du hast einen langen Weg hinter dir. Schieß los. Du hast einen langen Weg hinter dir. Schieß los. Wo ist mein Sohn? Wo ist Sean? Ich bin eine Marionette wie du, Kumpel. Nur, dass meine Bühne größer ist. Sean ist ein guter Junge. Ein wenig älter, als du dachtest, stimmt's? Aber es geht ihm gut. Nur, er ist nicht hier. Er ist bei den Leuten, die Fäden ziehen. Okay. Verdammt, du verfickter Söldner. Wo ist mein Sohn? Wie sagt man so schön? So nah und doch so fern. So ist es mit Sean. Aber keine Angst. Du stirbst in der Gewissheit, dass er sicher und glücklich ist. Vielleicht ein wenig älter, als du dachtest, aber in einem liebevollen Zuhause. Im Institut. Also, wo ist es, dieses Institut? Wie komme ich dorthin? Hast du denn nicht aufgepasst? Man findet das Institut nicht. Das Institut findet dich. Man macht den Schrank auf und es ist nur ein Schrank. Man findet nie das Monster darin, bis es einen eines Tages anspringt. Aber wir haben jetzt lange genug geredet. Wir beide wissen, wie das hier enden muss. Also, bereit? Bereit bin ich, aber erst im nächsten Teil geht es dann los. Bis dann.